Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer, ich begrüße Sie heute mal zu einer ganz anderen Ausgabe. Es gibt heute keinen Podcast, sondern wir machen eine Business Talk Info News und zwar zu einem sehr spannenden Thema. Ich darf gleichzeitig zwei Kollegen von mir vorstellen oder eine Kollegin und einen Kollegen von mir vorstellen. Auf der einen Seite die Frau Eva Langeböhmer ist uns live aus Ulm zugeschaltet. Hallo Eva, Grüße Hallo. Nach Ulm. Und unseren Korrespondent direkt aus Kathmandu hat er mir gerade gesagt, Herrn Georg Kirschner. Georg Kirschner ist unser Mann. Verbindungsprobleme und deshalb sitzt er da so ein bisschen wie ein Korrespondent aus dem Ausland. Aber Georg, ganz liebe Grüße nach Münster. Schön, dass das trotzdem geklappt hat, trotz der technischen Probleme, die da im Moment sind. Wir wollen heute eine Veranstaltung vorstellen. Hallo zusammen, Münster. Ja, also ist nicht schlimm. Ja, wir haben nicht nur Verbindungsprobleme, sondern auch Kommunikationsprobleme. Wir wollen heute eine Veranstaltung vorstellen, die im Hause der ISE Wirtschaftsberatung eigentlich seit mehreren Jahren Tradition hat, aber bis jetzt hauptsächlich für den Zahnarztbereich. Und wir haben jetzt gesagt, wir möchten das gerne mal auch für den Humanmedizinerbereich anbieten. Und zwar sprechen wir über einen Workshop, über einen Mehrtagesworkshop, den wir veranstalten, der auch sehr, sehr gut besucht ist schon, wo wir nur noch ein paar Plätze für frei haben. Aber wir haben uns eigen für diese Veranstaltung eben überlegt, wir möchten noch mal eine kurze Infonews dazu rausgeben. Georg Kirschner ist seit Jahren bei dieser Veranstaltung dabei. Georg, vielleicht kannst du zwei Sätze mal grundsätzlich zu dieser Art und Weise der Veranstaltung, die wir da jetzt in Ihringen im Kaiserstuhl machen, geben. Ja, hallo erstmal zusammen, das mache ich gerne, Olli. Ja, ein paar Jahre ist tatsächlich jetzt ohne Gag untertrieben. Ich glaube, wenn wir im November nach Iringen fahren, in den Kaiserstuhl, dann haben wir tatsächlich diesen Workshop-Stil 25 Jahre für ASI betrieben, durchgeführt. Ich versuche das mal so zusammenzufassen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Seminare auch zu diesem Thema gibt es wie Sand am Meer. Damals wie heute mussten wir uns überlegen, was bieten wir Besonderes. Das Seminar ist nicht nur besonders deshalb, weil es in diesem Fall über 3 Tage geht und im Kaiserstuhl stattfindet, sondern weil wir tatsächlich sehr intensiv mit den Leuten zusammenarbeiten. Wir werden sehr individuell in den Fragestellungen das schätzen in den haben in den 25 Jahren die Teilnehmer sehr, sehr geschätzt und immer wieder gespiegelt, weil wir eben keine Verkaufsveranstaltung, ich nehme dieses harte Wort einfach mal so in den Mund, daraus machen, sondern Fakten liefern. Fakten liefern, die Realität spiegeln, das, was heute im Niederlassungsbereich für Ärzte aktuell ist, alle Fragestellungen, alle Probleme der ambulanten Versorgung, die Möglichkeiten der ambulanten Versorgung und vor allen Dingen die Chancen der ambulanten Versorgung nach vorne stellen. Und es gibt einen beflügelten Satz in den Seminaren seit 25 Jahren, den finde ich immer wieder schön, der kommt halt jedes Mal. Dies ist kein Niederlassungsverhinderungsseminar, weil wir über Fehler, die man machen kann, natürlich sprechen muss, sondern wir wollen das Thema ambulante Versorgung, Niederlassung forcieren. Das gelingt uns auch. Wir haben sehr hohe Erfolgsraten. Die Leute, die auf dieses Seminar gegangen sind, sich mit uns niedergelassen haben, mit den Partnern niedergelassen haben, Steuerberater, Rechtsanwälte, Banken sind, das sage ich jetzt so, das ist auch so allesamt erfolgreich geworden. Wir haben unseren Spaß. Wir machen daraus eine gute Mischung aus Freizeit und Beruf und Praxis. Für uns ist das extrem anstrengend und dann mache ich erstmal eine kleine Pause, weil wir ja quasi rund um die Uhr 24 Stunden ansprechbar sind. Das wollen die Leute auch so, das ist auch gut so. Also es ist ein Mehrtagesworkshop, das haben wir jetzt schon rausgehört. Die Veranstaltung findet statt vom 16. bis zum 18.11. Das ist von Freitag bis Sonntag, also 3 Tage sehr intensives Arbeiten tatsächlich mit den Teilnehmern. Jetzt haben wir die Eva Langeböhmer aus Ulm. Eva, du hast auch einige Teilnehmer an dieser Veranstaltung. Was meinst du, was erwarten die Teilnehmer, insbesondere so aus deinem Klientel, von diesem 3-Tages-Event? Also ich denke, sie erwarten, dass sie zum ersten Mal natürlich die Zahlen überhaupt geliefert bekommen. Was bedeutet überhaupt eine Niederlassung für mich? Wie sieht ein Businessplan aus? Was ist eine Mindestumsatzanalyse? Wie hoch muss der erforderliche Betriebsmittelkredit sein? Etc. Also das sind natürlich wesentliche Themen, die wir durchsprechen, wo man auch sehen kann, rechnet sich eine Niederlassung
oder bleibe ich vielleicht doch besser angestellt? Das gehen wir natürlich auch auf individuelle Fragen ein. Das sind sozusagen die Zahlen, die wir in diesem Seminar liefern. Aber besonders ist vielen eben auch wichtig, gerade eben Ärztinnen, die Frage, wie ist überhaupt meine berufliche Laufbahn mit meiner Familienplanung und meiner Freizeit vereinbar? Da geht es nicht unbedingt nur um die harten Zahlen, sondern da geht es genau um diese Fragen. Also sprich, wenn ich Kinder möchte, macht eine Niederlassung Sinn oder bleibe ich lieber in der Angestellten-Tätigkeit? Welche Formen der Niederlassung gibt es? Wie kann ich vielleicht nur 50% arbeiten etc.? All diese Themen werden auch auf dem Seminar behandelt, weil das für viele neben den Zahlen eben ein besonderes Ausschlagkriterium ist, sich mit diesen ganzen Fragen zu befassen. Und wir nehmen uns da eben die Zeit, auch individuell auf die Fragen und auf die verschiedenen Lebensmodelle einzugehen. Darum macht es ja nicht in einem großen Kreis, sondern es ist ein ausgesuchter Personenkreis, wo wir dann auch individuell auf die Fragen eingehen können. Genau. Ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, dass wir eben insbesondere kleine Arbeitsgruppen haben, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, dass wir die Möglichkeit haben auch oder dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sehr individuell auch Fragen zu stellen, dass wir auf die persönlichen Fragen, Bedürfnisse jedes Einzelnen auch eingehen können und vielleicht sogar auf dem Seminar schon die ersten Lösungsansätze entwickeln können. Ich glaube, mehr können wir dann tatsächlich nicht erwarten. Es ist aber tatsächlich jetzt keine schulische Veranstaltung, wo frontal gelehrt wird, sondern wo wir tatsächlich aktiv mit den Leuten arbeiten. Ich sage das ganz bewusst deshalb, weil Schule ist für viele ja noch, für mich eingeschlossen, immer ein bisschen negativ belegt. Ich habe immer einen Lehrer gehabt, der da vorne gestanden hat. Nach einer halben Stunde habe ich so gedacht, wann ist jetzt endlich die Schulstunde um? Und ich glaube, das werden wir auf dem Seminar deutlich anders gestalten. Es soll ja ein aktives Arbeiten sein. Sonst hieß es auch nicht Workshop. Und ja, wir haben aber auch noch eine Besonderheit. Also neben dem, dass wir neben uns drei Referenten auch noch zwei andere wirklich gute Experten da haben. Also zum einen, dem einen oder anderen auch schon bekannt aus der Zusammenarbeit hier mit Business Talk, Herrn Björn Papendorf von der Kanzlei KWM Rechtsanwälte aus Münster, der für alle rechtlichen Fragen und Anliegen zur Verfügung steht. Und wir haben auch wirklich lange überlegt, wir haben dann tatsächlich einen Teilnehmer gefunden von der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, Herrn Jörn Mack als Regionalleiter, der auch mitkommen wird. Wir haben deshalb lange überlegt, ob wir jemanden nehmen, der tatsächlich eine Bank nur vertritt oder ob wir dieses Thema auch abdecken sollen. Aber es war uns sehr wichtig, die Standesbank tatsächlich mit dabei zu haben, um auch zu sehen, welche Expertise hat diese Bank und was macht diese Bank aus unserer Sicht und dann eben auch aus Sicht der Teilnehmer so besonders. Also mit den fünf Teilnehmern bzw. Referenten können Sie rechnen auf dieser Veranstaltung. Und Georg, vielleicht kannst du noch mal was zum Rahmenprogramm sagen. Du hast ja gerade schon gesagt, es wird eben nicht nur ein Seminar, sondern wir haben die Möglichkeit, mit den Teilnehmern uns eben auch in der Freizeit auszutauschen. Kannst du noch mal zwei Sätze dazu sagen? Ja, ohne zu viel zu verraten, ich fange tatsächlich vielleicht noch mal vom Seminarkonzept an. Normalerweise ist ein Seminar ja eine Vorabinformation für Teilnehmer, dass man einen groben Überblick bekommt. Ich würde mal unser Seminar als Schnittstelle sehen zwischen der ganz individuellen Beratung und so einer Vorabinformation, ziemlich nah schon dran an der individuellen Beratung, weil sehr viele Fragen gestellt werden. Diese individuellen Fragen werden in aller Regel während des Freizeitprogramms gestellt. Wir machen also keinen Rumtata, sondern ich, wahrscheinlich altersbedingt, ist mir diese Rolle zugefallen seit einigen Jahren, gehe mit der Gruppe immer wandern. Im Kaiserstuhl ist das natürlich sehr, sehr schön zu machen, gerade zu der Jahreszeit. Wir haben eine sehr schöne abendliches Event in einem Weingut, wo wir uns einfach mal so ein bisschen angucken, was wird im Kaiserstuhl angebaut, was wird da getrunken, wie viel wird da gemacht. Das alles aber immer im zivilisierten Rahmen, das muss man immer betonen. Inhaltlich bringt uns das ganz viel. Wir gehen mit einem Rucksack tatsächlich Fragen und Vorstellungen der Leute nach Hause. Die Leute gehen mit sehr viel Wissen nach Hause und wissen, an wen sie sich wenden können. Also ein rundes Programm, ohne zu viel verraten. Ich glaube, Olli, du wolltest Fahrrad fahren, aber dann hören wir, glaube ich, auch mal auf, weil sonst ist die Spannung genommen. Also so die Highlights. Genau, ja. Verraten. Das Essen ist extrem gut. Ja.
Und das Wetter ist auch extrem gut zu dem Zeitpunkt, hätten wir sagen lassen. Ja, ja, das haben wir so geplant. Ja. Genau. Wir haben ja die Möglichkeit, nochmal kurz auf das Programm auch tatsächlich zu schauen. Ich würde das mal eben kurz hier einfließen lassen, dass wir nur mal eben kurz durchscrollen. Also wir haben hier das Einladungsschreiben, was wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Wir haben die Veranstaltung genannt. Ihr Erfolg hat viele Gesichter, Zeit für neue Ideen. Die Veranstaltung in Iringen, Kaiserstuhl vom 16. bis 18. November. Ich scrolle jetzt mal einfach ein bisschen schneller hoch. Das wäre die Einladung, die wir allen auch nochmal gern zur Verfügung stellen können. Hier ist das Programm aufgeführt, wann wir wo starten. Das ist natürlich Unterbringung in einem Hotel mit dabei. Wir haben eine Seminargebühr, die eben, soweit es geht, alles impliziert. Also es ist letztendlich ein Full-Programm, ein volles Programm, das natürlich über uns subventioniert wird. Aber also diese Einladung würden wir allen zur Verfügung stellen. Entweder kann die Einladung gehen, ich gehe nochmal oben hier an martina.ole@asi-online.de. Aber alle können natürlich auch sehr gerne, wie immer, das werde ich gleich nochmal in den Shownotes auch verlinken, eine E-Mail schreiben an info@businesstalk.online, um sich darüber anzumelden. Also es gibt, glaube ich, noch ein paar freie Plätze. Ich weiß nicht, 3 oder 4 können, glaube ich, noch mit. Ansonsten sind diese Hotelkapazitäten, glaube ich, ausgebucht. Und ansonsten wird der Rahmen auch für uns so, dass wir eben das, was wir wollen, nämlich die individuelle Beratung und Begleitung, nicht mehr sicherstellen können. Ja, das war es auch eigentlich schon. Eva, möchtest du noch irgendwie einen abschließenden Satz sagen? Oder Georg, ansonsten würde ich euch das letzte Wort überlassen. Danke. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Anmeldungen bekommen. Wie gesagt, ein paar Restplätze sind noch frei. Und wir uns ein paar schöne Tage machen bei einem schönen Glas Wein in Iringen. Ja, gut. Georg, viele Grüße nach Münster, Eva, viele Grüße nach Ulm. Und für Sie, wenden Sie sich an uns, denken Sie mal dran, bleiben Sie unternehmerisch. Das macht viel Spaß und gehen Sie in die Niederlassung. Und wenn Sie Fragen haben, wir stehen gerne zur Verfügung. Also bis zum nächsten Mal und dahin. Tschüss, ihr beiden. Ja, schöne Wochenende.